Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich wollte es heute wahrscheinlich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe nämlich jetzt, mir ist gerade eingefallen, ich habe auch noch eine Schatzkarte für Kingston. Damit wollte ich jetzt anfangen, nämlich hier den Schatz zu suchen. Und danach werde ich wahrscheinlich ganz langsam Richtung Principe fahren, indem ich erstmal hier die Insel noch ein bisschen erkunde und dann hier ein paar Sachen einsammle und eventuell die Insel noch mitmache. Und ich glaube, dann wird die Zeit auch schon wieder rum sein für eine Folge und dann kommen wir wahrscheinlich erst übernächstes Mal zu unserer Hauptmission. Ja, Schatzkarten. Ach, jetzt war ich ja gerade in dem Menü. Das ist eigentlich das Richtige, was ich wollte. Ich muss mal gucken, Kingston liegt bei 623. Genau, und jetzt könnten wir nämlich hier gucken. 623 ist hier. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist hier unten irgendwo in dem Teil von Kingston. Hier irgendwo. So, mal schauen. Eigene Markierung. Ja, ich weiß. Ich müsste auch parallel, vielleicht finde ich da auf dem Weg dahin auch noch die Taverne irgendwie, die es hier irgendwo noch geben soll. Es wurmt mich ja schon, dass ich die noch nicht habe. Also. Ein Pirat rennt um euer Leben! Naja. Oh, so ein Kurier bringt doch ein paar gute Gegenstände, so ist es nicht. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Geht's ein bisschen nach außerhalb? Bisschen komisch, dass Kingston nur eine Taverne hat. Okay. Ich glaube, ist das damit gemeint vielleicht? Zeig mal her. Was haben wir denn hier? Okay, da ist irgendwo eine Palme, muss auf jeden Fall da sein. Da sind wir noch nicht weit genug. Wir müssen noch mal darüber. Da sind Palmen und da scheint auch so ein Schiffswrack zu sein. Oder sowas. Genau. Zeig mal her. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Karte. So, und da gibt es genau, da gibt es drei Gegenstände hier und in der Mitte hiervon. Da wahrscheinlich, ne? Ja. Zieh mal eine an. So leicht geht das. Und was bringt der Schatz? Einen Plan für ein Schwarzholzruder. Na, immerhin. So, ich möchte jetzt aber gerne noch mal in Kingston noch mal suchen, ob ich die Taverne finde. Das mache ich jetzt mal offscreen und wenn ich sie gefunden habe, dann sehen wir uns gleich wieder und wenn nicht, dann sehen wir uns für den nächsten Quest sozusagen wieder. Bis gleich. Tatam, und ich habe die Taverne gefunden. Nach ein bisschen suchen. Taverne freigeschaltet. Verprügeln Sie die Schläger, um die Taverne freizuschalten. Naja, gut. Na. So geht man aber nicht mit mir um. Ganz im Ernst, nö. So, ich wollte doch nur ein kühles Bier trinken. So, wenn Edward nicht zu seinem Bier kommt, dann gibt's Dresche. Haha. So, damit ist die Kingston Taverne verfügbar. Sehr cool. So. Und was ich auch noch machen wollte, bevor wir losfahren, ist. Was ist denn? Das ist ein normaler Schiffstypi, den wollte ich nicht. Nee, ich wollte nämlich mal sämtliche Waffen kaufen, die es gibt. Damit wir die auch mal alle haben. So. Nicht kaufen. Wo kann man denn. Ich wollte die jetzt nicht auswählen, sondern kaufen. Ja, genau. Wir kaufen die jetzt alle mal und erhöhen damit unsere
quasi unsere Auswahl an Waffen. Gehört ja im Endeffekt auch dazu, dass wir alle besitzen. So. Wir haben jetzt momentan eh mehr als genug Geld. Wie teuer sind die aber hier? So, und jetzt müssen wir mal schauen. Das können wir uns auch noch gönnen. So. Schauen wir mal, welches jetzt noch am besten ist. Die Piraten-Krummsegel haben wir ausgerüstet. Sind halt von Geschwindigkeit. Nee, dann würde ich sagen, wir nehmen die französischen Duellschwerter. Genau. So. Wobei das natürlich auch nicht schlecht wäre. Oder ist dann Kombo und das der Schaden dann doch zu wenig. Wir bleiben bei den Duellschwertern. So. Jetzt bräuchten wir natürlich, was haben wir denn? Haben wir hier eigentlich noch was, was. Das hier, die ist doch auch viel besser als unsere. Die könnten wir zumindest schon mal kaufen. Und die restlichen sind nicht unbedingt besser, deswegen bleiben wir jetzt einfach. Wir rüsten die hier noch aus. Und ja, damit bin ich dann eigentlich auch schon zufrieden. So. So viel Geld haben wir nämlich dann doch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir kommen einfach zurück. So, zurück zum Schiff. Und wir stechen mal in See. Genau, diesen Ort verlassen. Tududum. So, und was habe ich jetzt gesagt? Ich wollte jetzt zuerst zu der Insel. Da kann ich aber auch gar nicht schnell reisen, da waren wir nämlich noch gar nicht. Also fahren wir jetzt einfach direkt hier erstmal hin. So weit weg ist das doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da dann. Also wir haben jetzt halt. Hauptquestmäßig glaube ich nicht mehr ganz so viel zu tun. Wir werden jetzt noch ein paar von den ganzen Deppen da töten. Ne, das gehört sich ja. Und dann haben wir, weiß nicht, da gibt es ja noch ein paar Assassinenaufträge, die man machen kann. Und dann gibt es ja gar nicht mehr letztlich nur eine überraschende Wendung kommt. Man weiß ja nie. So, jetzt lass mal gerade schauen. Nicht in uns reinfahren. So. Gut. Sehr gut. Ja, deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal ein bisschen gemütlicher angehen und mag noch ein bisschen was sehen von dem Spiel. Und auf der Insel waren wir, wie gesagt, noch gar nicht. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine nette Nebenmission oder sowas. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und auch die andere Insel, die ich da so ein bisschen im Kopf habe, die ist ja auch noch ein Stück weg und da waren wir auch noch nicht. So. Jetzt gar nicht sicher. Wir könnten eigentlich mal in der. Gibt es hier eigentlich, es gibt doch so eine Legende von der Karte. LT. LT. Irgendwie nicht, weil dann hätte ich, finde ich, mal gucken können, was das Zeichen von der Insel da bedeutet. Ah, mit. Ach, habe ich den falschen gedrückt. Ich bin natürlich ein bisschen dumm. Havanna. Ach ja, Great Inagua waren wir auch schon lange nicht mehr. Okay, interessante Orte. Ah ja, ein Fischerdorf ist das. Oder ein Piratenlager. Eins von beidem auf jeden Fall. Werden wir rausfinden. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Beute. Beute, 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 Beute. Da habe ich zu langsam reagiert. Ich mag da auch nicht ewig Umwege machen. Das ist irgendwie witzlos. So, oh, da kommen wir in ein Sperrgebiet rein.
Das spricht dann aber mehr dafür, dass es ein Fischerdorf ist als ein Piratenort. So. Oh, hier gibt es dann auch wieder zig Schiffe, ja, toll. Wo kann man denn dann da andocken? Ha, jetzt habe ich aber richtig zugegriffen. Okay, die bekriegen sich eh gerade so ein bisschen. Die können wir wahrscheinlich ignorieren. Oder was ist denn? Was ist denn das Schönes? Das ist eine Fregatte. Nee, Fregatte und Brick. Da habe ich jetzt kein Interesse dran. So ist es das hier. Wow. Oh, wow, wow. Okay. Da kommen wir ja direkt drauf. Das ist ja nur eine ganz kleine Insel. So, das ist, sieht auch aus wie so ein kleines Piratenlager. Mal hier wenigstens wieder einen Schnellreisepunkt. Dann können wir direkt... direkt mal den Aussichtspunkt wahrnehmen, beziehungsweise auf dem Weg dahin liegt doch hier noch ein schönes Fragment. Und eine Truhe, ne? Truhe. Truhe. Da hinten. So, ne? Komm schon. So. Und jetzt da hoch noch den Aussichtsturm holen. Oh, da schießt es im Hintergrund, ne? Da kannst du doch hoch. Edwardi, genau. Komm schon, einmal drumrum. Einmal hier hoch. Und dann... da von innen raus. Ich könnte schwören, wir hatten so einen Aussichtspunkt genauso schon mal. So. Naja, ich meine, wenn man in einem Jahr ein Spiel programmieren will, kann man halt nicht immer 20.000 Individual-Aussichtspunkte machen. Synchronisieren. Oh, sehr schön. Und runter mit uns. Tschack. Und da gibt es die nächste Truhe. Wenigstens gibt es auf dieser kleinen Insel auch nur einen Aussichtspunkt. Heißt, wir müssen... das ist echt nicht groß, ne? Das sollte eigentlich relativ zackig gemacht werden. Jetzt ist hier wieder eine Taverne. Immer prügeln wollen in Tavernen. So. Banditen besiegen, ja, das geht ja schnell. Boom. Und dich auch noch. So. Perfekt. Perfekt. Taverne haben wir freigeschaltet. Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Aha. Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Das ist eins von diesen Online-Ereignissen. Und schauen wir mal, was da drin ist. Geld. Ja, super. Okay, und hier ist irgendwo, wahrscheinlich ist das Fragment da oben drauf. Jedenfalls sehe ich es gerade nicht. Könnte ich denn da hochklettern? Hm. Ah, da von der Seite. So. Upp. Wenn es jetzt ein paar mehr Freunde hätte, die das Spiel über Uplay spielen, könnte ich jetzt dieses Ereignis quasi teilen. So, jetzt gibt es hier hinten gibt's noch eine Schatzkarte. Und hier gibt es noch ein bisschen was. Dann machen wir die Schatzkarte zuerst. So,
Schatzkarte ist ja nie verkehrt. Wir werden wahrscheinlich eh auf alle möglichen Inseln nochmal zurückkehren müssen, um dann die Schätze zu suchen, wie bei Kingston ja auch. So. Weil es mich jetzt echt freut, dass ich mal die Taverne gefunden habe in Kingston und es damit echt abgehakt ist. So. Der Tag hat sich gelohnt. Und nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich mitten im Niemandsland. Gehe ich mal stark von aus. So, hier wird jetzt immer noch geschossen. Und wir gehen jetzt mal auf die andere Seite und können hier noch ein Manuskript holen. Und wenn wir die Schatzkarten schon drin haben, könnte man eigentlich nochmal gucken, ob hier... Aber ich habe keinen Hinweis gesehen gehabt, dass es hier was geben könnte. Da scheinen wir zumindest keine passende Karte für zu haben. Müsste man vielleicht noch holen. Weiß ich ja nicht. So. Hüpf, hüpf. Das stört jetzt ein bisschen, dass wir hier sind, ne? Zack. Na gut. Ach, vielleicht sollten wir auch mal wieder eine Waffe nehmen. Ah! Ah! Hm. Das sind doch gleich die neuen hier, oder? Boom. Passt doch. So, dann da hinten noch die zwei Truhen. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Insel mit einer Marinemission. Weiß ja nicht, wie viele es gibt, aber ich wollte dann jetzt auch nicht wieder zurückkehren, erstmal um eine. Ach nee, ein Assassinenauftrag ist das sogar. Das ist natürlich praktisch, dann können wir das doch komplett fertig machen hier. Wen soll man denn töten? Die Expedition. Eine brutale Bande von Fremdtempler-Freibeutern. Joa, nehmen wir mal an. Wenn man dann auf einer nahegelegenen Insel stand da. So, das ist nicht hier. Wo zum Henker ist denn das? Nahegelegene Insel, ja, die sind ja witzig. Cumberland Bay, das ist am anderen Ende der Karte. Naja gut, dann verfolgen wir halt mal quasi weiter unseren Plan und nehmen die drei Sachen mit. Vier. Und fahren dann rüber. Blöd. Naja, gut, okay. Ja, wenn das jetzt gerade die Insel gewesen wäre, wo ich eh hin wollte, hätte es mich natürlich gefreut. Aber so ist ein bisschen doof. Und schauen wir mal, weil ich wollte jetzt eigentlich doch noch, wenn wir jetzt schon hier sind, hier Fragment und sowas mitnehmen. Wow. So. Dass wir hier mal ein bisschen Land gewinnen. Weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem legendären Schiff ist. Wenn wir das besiegen, dann, ob das Sperrgebiet dann vielleicht endet, das wäre natürlich cool. Aber ich traue mir so ein legendäres Schiff, auch ehrlich gesagt traue ich uns das noch nicht ganz zu. Also. Ich meine, unser Jackdaw ist auch noch nicht komplett ausgerüstet. Wenn die komplett ausgerüstet ist, machen wir noch alle legendären Schiffe, versprochen. Selbst wenn das mit den Hauptmissionen dann schon zu Ende ist. Early in the morning. Ich hoffe mal, dass man dieses Attentat nicht in einer gewissen Zeit ausführen muss und es einfach da bleibt. Okay, das schallt über die See, wie wir hier singen. Eigentlich mag ich das Lied voll, da gehe ich irgendwie ungern von Bord. So. Aber verzeihen muss, das muss sein. Also irgendwie, ich finde es
Ich finde es sehr cool, dass wir jetzt quasi hier eine Frau als Quartiermeisterin haben. Gerade als selbst, weil ich eine Frau bin. Aber irgendwie nervt mich ihre Stimme. Es tut mir ja leid. Tut sie tatsächlich. Aber ja, kann man nichts machen, ne? Sitzt da wer? Ach, das ist ein Vogel. Ich dachte gerade, das sah so komisch aus. Okay, das war jetzt noch ein Fragment. Auch wieder jede Menge, diese ganzen Sammelsachen sind echt, sind unglaublich viel. Also, das ist eigentlich nur zusätzliche Zeitverschwendung bei dem Spiel. Ich sehe das ja auch ein, aber irgendwie macht's mich ja dann doch wieder süchtig. So, jetzt gerade wieder in die andere Richtung. Aber diesmal ist es ein bisschen näher. Das geht dann auch schneller. So. So. Ja, also die Hauptquest, also Hauptmission, die rückt wirklich in Ferne zumindest, was diese Folge angeht. Aber ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir ein bisschen was anderes noch gesehen. Dum, dum, dum. Ich freue mich übrigens wirklich auf den nächsten Teil. Ich meine, ich habe jetzt so lange an dem gesessen, dass ich jetzt quasi nahtlos in den nächsten übergehen werde. Aber das ist mir gerade egal. Man kann auch ein ganzes Jahr lang Assassin's Creed spielen oder so. Nee, das nächste Mal werde ich ein bisschen schneller fertig werden. Also da muss ich ja nicht umziehen und nichts. Ups. Ups, hupsala. Aber ich bin hier ein bisschen zu nah rangeschwommen. Dafür lande ich trotzdem nicht direkt auf der Insel. Naja, wäre ja schön gewesen. So. Wer hat sich überhaupt die Mühe gemacht, all die Schätze hier zu verstecken, hm? Niemand. Die Entwickler. So ein Silberkreuz gibt's hier. Haben schon wieder zwei Upgrades verfügbar. Wahrscheinlich irgendwas, was ich. Way! Wir haben die Hälfte der Drohnen. Katsching. Und das nach nur knappen 60 Folgen, keine Ahnung. So. Und weiter geht's. Mal schauen. Jetzt geht's quasi hier hoch. Da gibt's wenigstens mal zwei Sachen. Da lohnt sich das mehr. Jetzt geht's wieder direkt ins Sperrgebiet. Jetzt hoffe ich mal, wir fallen jetzt keinen Gegnern auf. Wow. Wo kam denn diese Nebelbank gerade her? So. Wieder Nebelbank. Frag mich, ob das wirklich regional bedingt ist oder ob das so mal kommt und mal geht. Und es wird aber nicht auf der Seite sein, sondern auf der Rückwand quasi. Da wird auch wieder gekämpft. Aber das ist ja gut, dann lassen die sich wenigstens nicht von mir stören. Ach. Wie oft bin ich dieses Ding jetzt schon hochgefahren, ohne es zu wollen? Wow, da gibt es auch nochmal ein Seil. Das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Truhe. Und Flaschenpost. Wo ist hier die Flaschenpost? Da glitzert's, da ist sie doch.
Okay, davon haben wir jetzt auch schon einige gefunden. Auf jeden Fall. 2 von 3 Geheimnissen unkartiert, okay. Davon gibt es wohl nicht so viele. Müssten wir das nächste eigentlich auch gleich finden. Also, nicht gleich, aber ohne Probleme. So, und jetzt würde ich sagen, wir begehen noch das Attentat. Und ich gucke mich auf der Insel noch einen Moment um. Und dann schauen wir mal. Bam. So. Ja, ich manövriere wieder selbst, genau. So sieht's aus. Ah ne, da gibt's hier auf dem Weg. Die Truhe gibt's noch. Und lass mal gerade gucken. Ja, genau. Okay, das passt dann schon. Ja, machen wir das so. Die ist ja jetzt auch nicht weltbewegend weit weg. Dum-dum-dum. Wobei, die können wir eigentlich, die machen wir nächstes Mal, wenn wir auch zu der Truhe fahren. Dann fahren wir jetzt erstmal zu dem Attentat. So. Spontan umentschieden. Schauen wir mal, wie weit das weg ist. Jetzt müssen wir ja quasi die komplette See da überqueren. Ah, das ist aber auch ein Auftrag hier für ein Attentat 3000 Kilometer entfernt. Also, na gut, 3000 Meter, aber so in echt wäre der Maßstab natürlich ein anderer. Was ist denn das für ein Schiff? Das ist eine Fregatte, Stufe 11, echt? Das sieht aber winzig aus. Na ja, gut, Stufe 11, klar. Ne, hier waren wir auch schon. Natürlich ein bisschen her mittlerweile. Ein weißer Wal. Naja. Jo. Dann lass ihn mal patrouillieren. Sind wir da jetzt? Echt? Das sieht uns. Na, hoffentlich nicht. Komm raus da, schnell. Aus dem Sichtbereich. Ja, das muss jetzt nämlich nicht noch sein. Menschliches Treibgut finde ich aber auch so einen coolen Ausdruck, muss ich ehrlich sagen. Okay, das ist dann wohl diese Insel hier. Ja. So. Da können wir auch direkt auf die Insel landen. Wieder. So, optionales Missionsziel nicht in Kämpfe verwickeln lassen, haben wir jetzt hier. Das sollten wir dann auch machen. Ich sehe jetzt aber auch noch gar keine Gegner. Ich glaube nicht, dass wir das beim ersten Mal schaffen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Okay, ja, das sieht, ist schon der erste Scharfschütze auf der Minikarte. Fragt sich nur, wo der ist. So, müssen wir mal schauen. Sagen wir nicht, im Sperrgebiet drin sind, ist es ja gar nicht so wild. Und just in dem Moment sind wir ins Sperrgebiet eingetreten. Jetzt wird es ja doch noch mal ein bisschen spannend heute. So. Lass mal schauen. Das sind 3, die wir aber nicht unbedingt brauchen. Aber wir können ja trotzdem mal hier ein bisschen für Stunk sorgen. Wenn wir nah genug dran wären, was wir auch nicht sind. Können wir mal hier noch eins weiter. Jetzt für Stunk sorgen. Nein, immer noch nicht.
Jetzt sehe ich aber auch gerade hier auf der Seite nichts, wo wir uns noch verstecken könnten. Oh. Pfeile haben irgendwie nicht die Mörderreichweite, oder? Ah, jetzt geht's. Guck mal. Können wir hier mal ein bisschen... mal zwei Stück nehmen. Wir sollten ja dann möglichst viel von den anderen erledigt bekommen. Jetzt müssten sie sich aber doch eigentlich gegenseitig angreifen, oder? Oh, da schmeißt jemand eine Bombe. Ist aber auch nicht der, den wir suchen gerade. Da ist noch einer aufmerksam geworden, genau. Da könnten wir doch aber hier mal mit Schlafpfeilen rangehen. Zack. Wo ist der andere? Da hinten, der sucht noch. Zack. Wenn die schlafen, kann man die auch ganz schnell erledigen. Jetzt guckt der Scharfschütze gerade weg, das ist super. So. Okidoki. Schauen wir mal. Da. Da hinten glitzert's golden. Oh, 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 oh. Nein! Ich wurde entdeckt. Kann man das jetzt nochmal starten? Nein, kann man nicht. Aber ich muss das doch jetzt machen, um volle Synchronisation zu kriegen, oder? Oder nicht? Das wäre jetzt natürlich blöd. Jetzt ist ja egal, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ach, das wäre ja blöd, wenn das jetzt unwiederbringlich kaputt wäre quasi. So. Haben wir jetzt eliminiert und... Ist das jetzt nur für das zusätzliche Geld oder ist das tatsächlich für elementar wichtig irgendwie? Assassinenaufträge. Mal schauen. Das. Irgendwo in der Stadt? Nee. Havanna, Havanna. Havanna, Kingston, 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 Kingston. Nassau? Ach, da unten geht's dann weiter. Ah ja, okay. Das war dann nicht ganz so optional wie bei den normalen Sachen. Ja, gut. Dann mal synchronisieren. Auch wenn es mich natürlich ein bisschen ärgert, dass ich das trotzdem nicht geschafft habe. Naja, schauen wir mal. Ich habe jetzt auf der Insel noch zwei, drei Sachen, die sammle ich jetzt noch ganz gediegen ein. Mach das aber offscreen, weil so toll ist das jetzt irgendwie nicht, glaube ich. Und dann... Ach so, da ist nur bestimmte Zeit da. Ja, schaue ich mal, ob ich das vielleicht in der nächsten Folge dann noch entsprechend einbaue. Wenn nicht, werde ich in der nächsten Folge vielleicht... Trotzdem werde ich... hier runterfahren, das Fragment einsammeln, dann die Truhe, dann nochmal kurz gucken, was es auf der Insel so Schönes gibt. Ich glaube, die geht relativ schnell, da gibt es ja nicht so viel. Und dann dürften wir nächste Runde auf jeden Fall in Principe ankommen und dort mal nach Robert suchen. Ich freue mich jedenfalls drauf, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!